Ich darf Sie sehr herzlich begrüßen im Namen der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg. Als Präsident darf ich hier sprechen, aber auch als Sprecher des Forums Wissenschaft für die Europäische Metropolregion Nürnberg. Herr Staatssekretär Siebler, der Oberbürgermeister kommt etwas später. Bürgermeister Braun darf ich sehr herzlich begrüßen. Die Abgeordneten, Frau Guttenberger habe ich gesehen. Herr Herold, ich darf Sie sehr herzlich willkommen heißen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, Herr Dekan, Frau Dekanin, wir sind, wie Sie sehen, gut vertreten. Die Hochschulleitung mit unserem Kanzler und Herrn Stritzel für unseren Referenten im Wissenschaftsministerium und Kultusministerium. Man muss sich an die neuen Begrifflichkeiten ja auch erstmal gewöhnen, meine sehr geehrten Damen und Herren. Dass ich hier als Präsident der Universität Erlangen-Nürnberg spreche, liegt nicht daran, dass Fürth zwischen unseren beiden Namen Erlangen und Nürnberg sozusagen als Bindestrich liegt. Ganz im Gegenteil. Fürth ist weit mehr als der Bindestrich zwischen Erlangen und Nürnberg, sondern er liegt mitten auf der Technologiemeile Erlangen, Fürth, Nürnberg. Diese Richtung oder auch umgekehrt. Seit 8 Jahren mindestens ein vollwertiger Universitätsstandort, zumindest was die Forschung angeht. Und das ist nicht zuletzt zu verdanken der Hightech-Offensive von Ministerpräsident Stoiber seinerzeit initiiert im Freistaat Bayern, dass hier in Fürth sich so etwas entwickelt hat, was wir auch heute feiern können. Im Rahmen dieser Hightech-Offensive wurde die Kompetenz die wirtschaftliche Kompetenz Fürths genutzt, um wissenschaftliche Kompetenz aufzubauen. Und zwar im Bereich neue Materialien wurde das hier entscheidend gestärkt und ausgebaut. Zunächst hatten wir das Zentralinstitut für neue Materialien und Prozesstechnik, das ZMP, hier vor Ort angelegt, um in diesem Städtedreieck Nürnberg, Fürth, Erlangen die Universität regional zu verankern und ihren Status als eine wichtige Forschungs- und Lehruniversität in der Metropolregion zu festigen. Die stark angewandten Bereiche, die hier in Fürth angesiedelt wurden, die neuen Materialien Fürth, die hier dazu kamen, haben dann die Grundlagenforschung des universitären ZMP, dieses Zentralinstituts für neue Materialien, sinnvoll ergänzt, sodass wir heute in einer Art Wertschöpfungskette von der Grundlagenforschung, von der Idee bis zum Produkt zur Anwendungsorientierung die gesamte Kette abbilden und dabei eindrucksvoll zeigen können, welche Wirkungen von der Universität und ihren Forschungen als einem wichtigen Standortfaktor für die Region ausgehen. Auch in anderen Bereichen ist die Universität ja eine Art Jobfaktor, wenn man so will, ein Jobmotor oder ein Wirtschaftsfaktor. Das zeigen nicht nur nationale, sondern auch viele internationale Studien. Und ich möchte dazu allerdings es nicht weiter ausführen, weil das würde den Zeitrahmen sicherlich sprengen, aber dass die Universität ein wesentlicher Faktor ist für eine solche Region mit 38.000 Studierenden, mit 13.000 Beschäftigten, mit einem Etat einschließlich der Kliniken von an die 900 Millionen Euro, davon kann man ausgehen. Nun, hier im Zentrum für neue Materialien Fürth, im ZMP, finden sich Lehrstühle aus den Ingenieurwissenschaften und den Naturwissenschaften zusammen. Interdisziplinär arbeiten sie zusammen im Spannungsfeld von Werkstoffwissenschaften, von Maschinenbau, von Chemie und Physik wird hier geforscht. Nun, Vorsprung durch Vernetzung, das ist unser Motto an der Universität und das ist kein leeres Motto und kein leerer Sinnspruch, sondern wird gelebt. Und das können wir auch in einer ganz besonderen Weise, weil wir hier in Erlangen, Nürnberg, Fürth ein einzigartiges Fächerspektrum aufweisen können, das unter anderem dadurch zustande kommt, dass wir eben eine technische Fakultät hier ausgebaut haben und integriert haben. In dem Fächerkanon einer klassischen Universität ist das ganz unüblich. Es gibt im Grunde keine einzige deutsche Universität, die so aufgestellt ist in dieser Form als klassische Universität und üblicherweise, wissen Sie, sind die technischen Fächer ja bei den technischen Universitäten konzentriert. Dass wir hier die technische Fakultät mit integriert haben, bildet ein Fächerspektrum ab, das die Zusammenarbeit zwischen den verschiedenen Fächern in ganz besonderer Weise fördert. Ich darf nochmal die Dekanin, Frau
Professorin Merklein, Leibniz-Preisträgerin und eine der jüngsten Dekaninnen deiner Technischen Fakultät hier begrüßen. Vielfach vernetzt, nicht nur mit den Naturwissenschaften, sondern auch mit der Medizin. Unsere Medizintechnik ist ja eine der wesentlichen profilbildenden Faktoren in der Universität, aber auch mit den Wirtschafts- und Gesellschaftswissenschaften. Und das nimmt zu in verschiedenster Hinsicht. Ich komme gleich nochmal drauf zurück. Wir verfügen also Kompetenzen, die weit über die Kompetenzen einer technischen Universität hinausgehen, über die Vernetzung. Und der Standort Fürth ist dabei eben ein deutliches Beispiel für diese Art der Zusammenarbeit. Und da gibt es die verschiedensten Einrichtungen, deren Einweihung wir heute sozusagen in einem Gemeinschaftsakt feiern, mindestens vier. Das erste sind diverse Forschungsgruppen unseres Departments Werkstoffwissenschaften, konkreter das Zentrum für Nanomaterialien von Herrn Professor Göken, den ich begrüßen darf. Hier sitzt er. Und von ihm werden wir später noch genaueres hören. Dazu die Arbeitsgruppe von Herrn Professor Brabic und Professor Wellmann. Da geht es um Kristallzucht für Elektrotechnik und Energietechnik. Als zweites ist zu nennen ein kompletter Lehrstuhl, den wir hier in Fürth angesiedelt haben mit Professor Michael Zeiser, Inhaber dieses neuen Lehrstuhls für Werkstoffsimulation hier in Fürth. Und die Forschungen, die er hier leitet, betreffen Verformungs- und Transporteigenschaften eines breiten Spektrums von Materialien, von nanostrukturierten Verbundwerkstoffen und mikrometerdicken Drähten bis zu neuen Elektrodenmaterialien, der Zertrümmerung von Nierensteinen und der Auslösung von Schneebrettlawinen. Sie sehen, welches Spektrum wir hier allein in einem Lehrstuhl abbilden, aber alles das hat eben mit Strukturen und Eigenschaften von Materialien zu tun, die sich in allen Lebensbereichen im Grunde finden. Ziel ist es, durch das theoretische Verständnis solcher Prozesse auf der Ebene der Mikrostruktur von Werkstoffen oder von Materialien, das Verhalten von solchen Materialien vorhersagen zu können in praktischen Anwendungssituationen. Und das wird hier verwirklicht. Als drittes ist zu nennen das Gebäude und auch das die Infrastruktur für das Fortbildungszentrum Hochschullehre der Universität Erlangen-Nürnberg mit dem Schwerpunkt Innovationen für Hochschullehre und Qualitätsentwicklung in der universitären Lehre, das sogenannte FBZHL. Heute kann man ja ohne Abkürzungen nicht mehr auskommen, hat man den Eindruck. Also dieses Fortbildungszentrum Hochschullehre ist hier untergebracht, aber auch das Institut für Lerninnovation, das ILI, einschließlich eines Projekts StudOn mit dem Schwerpunkt in der Anwendungsentwicklung im Bereich von E-Learning und der entsprechenden Transferforschung. Auch hier eine Vernetzung zwischen den Geistes-, Natur- und Technikwissenschaften, das uns so auszeichnet. Ich begrüße in dem Zusammenhang den Dekan der Philosophischen Fakultät und Fachbereich Theologie, Herrn Professor Trinschek, sehr herzlich. Und seine Amtsvorgängerin habe ich jetzt noch gar nicht gesehen, Frau Steinkeks ist krank geworden. Aber jedenfalls die Vizepräsidentin für Lehre, die hier federführend aktiv ist, Frau Professor Klei, die nachher ja auch hier noch ausführlicher auf diese Strukturen und auf ILI eingehen wird. Als viertes können wir hinzufügen eine Ansiedlung der Firma Crystal N GmbH, die sich auf die Entwicklung und Herstellung von Einkristall-Aluminium-Nitrit-Substraten für Hochleistungs- und elektronische Geräte konzentriert. Eine Firma, was hat das mit der FAU zu tun? Nun, Crystal N ist eine der erfolgreichen Ausgründungen der FAU und insofern sind wir hier auch Minderheitsgesellschafterin. Wir sind in verschiedensten Gesellschaften jeweils Teilhaber, wenn Sie so wollen, und damit auch unternehmerisch aktiv, aber nicht im operativen Geschäft, sondern nur als stille Teilhaber natürlich. Herr Kanzler, ich glaube, das stimmt so. Jedenfalls macht das alles deutlich, meine Damen und Herren. Fürth trägt das Label Wissenschaftsstadt nicht zu Unrecht. Fürth profitiert durch die FAU und vom Rückenwind für Forschung und Innovation, heftig gefördert von unserem Kanzler Thomas Schöck, den ich hier dann doch auch noch mal begrüßen darf, als der Amtsvorgänger unseres Wissenschaftsministers Spähnle im Jahr 2007 zur 1000-Jahr-Feier Fürth zur
Wissenschaftsstadt erhob, schien das einigen etwas, jedenfalls nicht auf der Hand liegend gewesen zu sein, etwas hochgegriffen. Wenn wir heute sehen, und Staatssekretär Siebler ist ja hier und begleitet von Dr. Striezel, dass der Standort Fürth nicht nur ministeriell betreut wird, sondern alleine durch die vielen Aktivitäten, die ich genannt habe, heute sich zu einem wirklichen Wissenschaftsstandort entwickelt hat, dann ist das mit Fug und Recht eine Bezeichnung, die Fürth heute tragen kann. Es war im Grunde Fürth die einzige Großstadt, die in Bayern war, ohne universitäre Einrichtung. Das hat sich jetzt geändert und ich denke, Fürth und auch wir können stolz darauf sein, dass wir zur Verankerung von Wissenschaft neben der Wirtschaft hier beigetragen haben. Die Stadt, die Universität, aber auch die Fraunhofer-Institute, die hier mit verbunden sind und nicht zuletzt der Freistaat Bayern, haben hier sehr gut zusammengearbeitet. Die Fortschritte sind in den letzten 8 Jahren sukzessive gestiegen, sind beeindruckend und unübersehbar. Und gerade in Fürth wundert sich heute niemand mehr über diese Bezeichnung Wissenschaftsstand und Standort und Wissenschaftsstadt. Und wenn man sieht, dass die Entwicklung sich ja fortsetzt auf dem AEG-Gelände, diese Wissenschaftsmeile sich hierhin, und das ist ja ein Steinwurf nur weg, in die Nachbarschaft oder in die Nachbarstadt hinein entwickelt, dann wird sich das auch in Zukunft noch in einer ganz anderen Weise weiterentwickeln. Und insofern bleibt mir am Ende meiner Rede nur Dank zu sagen. Den Vertreterinnen und Vertretern des Staatlichen Bauamts, Herr Mausner ist heute schon zum zweiten Mal bei einer offiziellen Veranstaltung hier dabei, das Baureferat der EVU möchte ich nennen. Ich danke für das Engagement und die gute Zusammenarbeit. Mein Dank gilt den Architekten, den Planern, den ausführenden Firmen. Sie alle haben dazu beigetragen, dass wir mit unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern hier nun gut arbeiten können, gute Arbeitsplätze, sehr gute Arbeitsplätze vorfinden, die auch noch durch die Kirche heute eingeweiht sind. Ich darf die Repräsentanten sehr herzlich begrüßen. Allen Gästen danke ich für Ihr Kommen, Ihre Verbundenheit mit der Universität, die Sie damit ausdrücken. Ich danke last but not least noch einmal der Musik, Frau Anthus mit ihrer Band für die musikalische Begleitung dieses Ereignisses. Und ich will es damit auch bewenden lassen, denn wir haben ja noch einige Redner nach mir, die Ihnen auch noch etwas zusätzlich sagen wollen. Ich wünsche allen Nutzerinnen und Nutzern dieser Einrichtungen hier in Fürth viel Erfolg bei ihrer Arbeit hier in dieser ansprechenden Umgebung. Schönen Dank.